Recht herzlich willkommen zur 13. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir sind drinne, müssen das Spiel erstmal wieder auf Vollgas laufen lassen. Und hoffen, dass irgendwann hier ein paar Leute mehr kommen. Wir brauchen noch 1100. Wir bauen zurzeit Straßen aus. Und die haben wir schon fast alle ausgebaut. Die Händler flitzen, glaube ich, auch etwas schneller. Ich hoffe, dass durch den Handel dann das Stadtwachstum auch besser ist. Was fehlt denn hier? Überproduktion. Ja. Vielleicht sollten wir die Städte ausbauen, damit es besser wird. Komm, wir bauen hier einfach mal eine Kapelle, oder? Vielleicht geht's ja. Bauwaren fehlen, okay. Gut, jetzt müssen wir hier unten erstmal gucken. Ah, der Bautrupp ist noch unterwegs. Macht aber seine Arbeit schon ganz hervorragend. Dann müssen wir gleich das Stück noch ausbauen und dann ist, glaube ich, schon alles soweit ausgebaut. Schöner Jingle, ne? Kaserne, Depot, Statue, Bauhof, großes Kontor, Bauwaren fehlen. Da geht's auch nicht voran. Tja. Naja, wenn wir im Menü sind, ist ja Pause, ne? Den wir nicht vergessen. Haben wir hier sowas schon alles gebaut. Kaserne gibt's da auch schon. Gucken wir, ob wir das Kloster nicht auch noch hinkriegen, ne? So, der Trupp ist gleich durch. Dann haben wir Konstantinopel verbunden. Das heutige Istanbul. Ja, da ist das angekommen. Die Herrschaften sind jetzt fertig. Und dann gehen die bitte schön dahin. Kleines Stück, aber. Wir bauen geht. Alles aus. Okay, da fliegen sie hoch. Ist nicht weit, schaffen sie schnell. Wir bauen alles aus, sagen sie, ne? Haben wir denn irgendwo noch überhaupt eine Möglichkeit, was auszubauen? Ich glaube, wir sind schon am Limit. Die Straßen, die wir sehen, sind ausgebaut. Jo. Immer noch 2900. Ja. Ach, 40 Betriebe brauche ich. Alles klar, daran liegt's. 3, 6, 9, 12. Ja. Brauchen wir noch einen Holzfäller. Ziegel. Essen wollen die auch. Und Bergwerk, das ist wichtig. Und dann machen die Früchte auch. Ja, Ziegel machen wir noch mehr. Kohlegrube noch dazu. Ja, komm, wir machen ja auch alles. Das haben wir noch nicht mal. Wenn wir das noch nicht haben, brauchen wir gleich zwei und das auch. Gut. Hatten wir Ala schon? Ich glaube, Ala hatten wir nicht, ne? Ne, sieht nicht so aus. So, alles ausgebaut. 5 mal 3 sind 15, 16, 17 haben wir. Wir brauchen wahrscheinlich 40 Betriebe insgesamt, ne? Hier müsste doch jetzt schon bald was fertig werden, ne? Oder? Ja. Aha.
Ja, dann sollte es vorangehen eigentlich, ne? Der Bautrupp, was machen wir mit dem? Noch nicht erforscht. Abreißen. Straße ausbauen. Gibt nichts zum Ausbauen. Doch hier. Lass die da ausbauen. Wer weiß, ob wir nach Budapest nicht mal schneller reisen müssen, ne? Hände auf den Taschen. Okay, da geht's gleich voran. Und fertig. Und da ist der erste Zugang. Der sollte gleich fertig sein. Und wie sieht's hier aus? Noch schlechter. Da ist der zweite Betrieb dran, dass da gebaut wird. Und hier in Ala, da geht gar nichts. Da ist nie ein bisschen grün dabei. Komisch. Ja, komm, bauen wir noch mehr. Ne, der hat schon 5. Dann haben wir da jeweils 5. Oh, 3200, jetzt passiert was. Okay, da ist ein bisschen was gestiegen. Gut, da ist sogar tatsächlich jetzt auch was Grünes angekommen. Ja, hier geht nochmal was. Da ist gerade eine Zahl gewandert. Gut. 3.323. Da ist eine 2 dran und da oben auch. Und da hinten rechts ist nur eine 1. Okay. Läuft. Oh, 3.448. 2 haben wir schon fertig. Naja, einer ist auch gleich fertig hier. 3.500 Leute. Die sind nur am Bauen, ne? Ja, haben wir ein ganzes Stück vor sich. Noch nicht mehr die Hälfte wahrscheinlich. 3.609 Leute. Alles gut, oder? 3.688. Ja, da sind immer viele, gleich was geschafft. 3.972, jetzt fehlen noch 18. Ne, 28. Und beim nächsten Schritt haben wir's. Aha, Benito Gobin hat den Krieg erklärt. Werter Leon, ich bin sicher, Banas hatte auch in dieser Kriegserklärung seine Hand im Spiel. Ich glaube nicht, dass die Normannen im Moment große Eroberungen planen. Doch sie werden euch mit Sicherheit hier und da in Kämpfe verwickeln. Ihr solltet euch unbedingt weitere Verbündete im Süden suchen. Aha. Oh, ich bin Kaufmann geworden. Liegt in der Nähe. So viel gelaufen. So, Diplomatie. Schön, dass wir uns kennenlernen.
Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt und hoffe, dass wir eine fruchtbare Beziehung haben werden. Der ist noch nicht so toller was Meinung. Was genau bietet ihr mir und was wollt ihr dafür haben? Bisschen mehr Geld, ne? Wie viel haben wir überhaupt? 80.000. 1 verstanden. Okay. So soll es sein. Gut. Guten Tag. Was gibt es zu bereden? Okay. Was gibt's zu reden? Genau. Ja, und die zweite Stadt, wo ist die dann? Da unten, Athen. Dafür müssen wir aber erst dahin reisen. Kein Ding. Sind wir da, ja. Diplomatie. Seid gegrüßt. Ich baue auf einen regen Austausch zwischen uns. Mhm. Was könnt ihr mir bieten? Gold haben wir. Das, aber. Warum geht das nicht schneller? Und ein Bündnis wollen wir dafür haben. Genau so ist es. Vorschlag hat geklappt. Dieses Angebot entspricht meinen Vorstellungen. Gut. Handelsbündnis sollte ich eingehen. Okay. Ich hoffe, euer was könnt ihr mir bieten? Euer Angebot ist nicht überzeugend. Ja, komm, mit Kohle kannst du haben. Schätzt euch glücklich, denn ich nehme euer Angebot an. So, dann hat es geklappt. Wir müssen noch ein Handelsabkommen mit denen machen. Okay, da fehlt wieder unser... So gut wie angekommen. Mann, der da ist. Wo ist die dritte Stadt, die wir haben müssen? Müssen wir gleich gucken. Nee, der läuft da oben rum. Interessant. Guten Tag. Was genau bietet ihr mir? Handelsabkommen wollen wir haben. Dafür haben? 6.000. Vorschlagen. Einverstanden. So soll es sein. Gut, zweite Stadt haben wir auch. Jetzt fehlt uns nur die dritte. Ich weiß aber nicht, wo die ist. Zagreb. Split. Irgendwo muss die doch sein. Aber wir können ja noch rauszoomen, ne? Ah, da unten müssen wir hinreisen noch. Liegt in der Nähe. Okay. Wie kommen wir denn über den Bosporus? Okay, die schwimmen wohl dadurch. Okay. Oh, das war eine Einheit. Die Landwehr kämpft gerade. Und, wie sieht er so aus? 70, 69. Geht runter. Weiß nicht, ob wir das überhaupt schaffen.
Ach, das sind noch nicht mal, das sind, oh, Tiere sind das. Karawane. Und jetzt sind nur zwei Wölfe oder was? Okay, und wir sind nur mit 12 Mann da. 8. Es sind nur 3 Wölfe. Unser einer ist gleich gestorben. Du glaubst es nicht. Gegen Wölfe verloren. Naja, gut. Dann müssen wir wohl welche bekommen noch, ne? Krieg ich die da oder wie war das? Ne, Kaserne ist ja hier. Landwehr, was haben wir denn noch? Nur die 2. So ausbilden. 3-mal. Ein Speer wäre noch schön, aber den kriegen wir ja gar nicht, ne? Dann weiß ich, dann machen wir einen weg und nehmen mal einen von denen. Achso, wir haben ja auch Ausbaustufen. Okay. Interessant. Steht da. Okay, Unterhaltskosten. Na. Ja. Aber irgendwie müssen wir es ja hinkriegen, ne? Wo ist denn unser Bautrupp? Bautrupp, der macht einen. Sag schon. Der Bautrupp ist hier oben, ne? Genau. Okay. Können wir irgendwo eine Straße noch anheben? Ne, sieht nicht so aus. Das ist alles. Keine Möglichkeiten mehr, aber den Bautrupp, den holen wir mal besser zu uns, denke ich. So. Ein Handelsbündnis fehlt uns noch, ne? Halt, stopp. Da ist er. Aber wie lange dauert der dritte Mann noch? Nee. Oder? Doch. Kann ich sehen, wie lang sie sind? Kein Balken hier. Ausbilden. Kosten. Kann ich da wohl nicht sehen. Bauwaren fällen. Gut, mal. So. Und die Truppen schicken wir weg. So weit? So, die gehen zusammen hier hinten hin und gucken, dass wir die weißen Wölfe hinkriegen noch. Wo sind sie? Da. So viel gelaufen. Warenhaufen. Okay. Muss das sein? Da sind schon die Wölfe, ne? Und geschafft. Ruinen? Ach, Menno! Vorsicht, dann steht da so. Oh, kriegen wir noch ein paar Wölfe vor. Die Flinten. Die obere Einheit greift noch nicht mal an, oder was? Das ist ja auch wieder schön, oder?
Was? So weit? Da sollen wir hin? Okay, meine Truppen haben das geschafft, aber ich fand es schon ein bisschen eigenartig. Ach, Menno. Ist das hier eine Zollhütte? Da sollen wir hin? Sieht irgendwie so aus, ne? Da ist jetzt mir. Ach, Menno. So, da müssen wir Diplomatie nochmal übertreiben. Herzlich willkommen. Schaut euch doch erstmal meine großen Kasernen an. Na dann lasst mal euer Angebot hören. Ja, Bündnisaktion wollen wir machen. Probieren wir es doch, oder? Nicht schlecht, euer Angebot. Na dann lasst mal euer Und Angebot hören. Und dann wollen wir jetzt noch das Handelsabkommen, das ist ja unsere Aufgabe. Und die machen wir für 8000. Und los. Da mache ich aber nicht mit. Machen wir da 9000. Sag mal, ist das euer Ernst? Na dann lasst mal euer Angebot hören. Tja. Was ist jetzt genommen? Euer Angebot. Komisch. Naja. Werter Leon. Ich werde einen Agenten in eure Provinz schicken. Seine Mission ist sehr bedeutsam für die Zukunft des Reiches. Darum haltet sie unbedingt geheim. In Sofia angekommen, wird er euch neue Informationen über Banas Intrigen eröffnen. Ich vertraue darauf, dass ihr ihm sicheres Geleit und Unterkunft gewährt. Es soll nicht zu eurem Schaden sein. Okay, jetzt müssen wir den... Na, sag schon... den Agenten bewachen. Ah, der setzt sich erst in Bewegung, sobald er erreicht wird. Das bedeutet, wir können erstmal nach hier hinlaufen. Und dann müssen wir gucken, wo er ist. Da oben wohl. Was? Gut. So weit? Okay, aber ich würde sagen, für die Folge soll es dann reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.